Ja, seid gegrüßt, Abenteurer. Hier ist der Argonaut. Und weiter geht's mit Two Worlds Call of the Tenebrae. Und ich suche gerade nach der verschwundenen Tänzerin Lita. Ja, und ich muss jetzt über diesen kleinen Fluss. Da unten lungert ein Schwarzbär herum. Ich könnte eigentlich mal wieder meine Bogen... Schussfähigkeiten testen. Ich habe schon lange nicht mehr geschossen. Bringen wir es hinter uns. Sonst komme ich ganz aus der Übung. So, das war's. Ein Pfeil verschwendet. Macht nichts. Ich weiß, ich bin eigentlich ein Tierfreund, aber es ist ja nur... Schauen wir mal. Fantasie. Außerdem hätte er mich eh angegriffen, der... Ah, da liegt eine Perle. Ah. So. Da oben liegt noch eine Perle. Mal sehen. Da liegt keine... Liegt's da? Da anscheinend. Da anscheinend. Angelika macht Tränke stärker. Ein fetter Bär hat mich angegriffen. Ja, die sind immer aggressiv anscheinend. Von daher war es ja okay, dass ich den kleinen süßen Bär aus der Ferne behakt habe. So, hier, ach, da innen ist noch ein Bär eventuell. Da ist auf jeden Fall ein roter Punkt. So, eine Perle. Da ist er auch schon. Ja, Braunbär. Ganz schöner Brocken, aber natürlich sind Bären für mich jetzt nicht mehr so die Angstgegner. Geht irgendwo weiter? Da wieder ein Kräuterfeld. Das ist eine Hütte, oder? Perle, da. Ja, diese ganzen Heilpflanzen, wie gesagt, die stören schon bei, gerade bei so Suchquests. Na, erstmal alles abernten hier, das wiegt ja nichts. Ja, stört das schon ein wenig. Zentran, da hinten scheint aber noch... Da, weitere Perlen. Bei dieser verfallenen Hütte, vielleicht ist Lita dort hineingegangen. Oh, eine Sequenz. Oh. Das war's dann wohl mit Lita, der Tänzerin. Brutal ermordet, wie es aussieht. Das Blut ist noch frisch und der Körper noch warm. Ja, nicht lange her. Untersuche die Leiche des Mädchens nach Hinweisen. Noch eine Perle, eine letzte Perle und die Mordwaffe höchstwahrscheinlich. Werde ich vielleicht gleich mal gucken, ob man da was sieht, eine Spur. So, das ist die tragische, der tragische Überrest von Lita. 100 Auras und ein Abschiedsbrief, zerrissener Brief. Nehmen wir mal alles. So, Quest-Items. Ja, ich muss mein Inventar mal ein wenig... entschlacken. Zerrissener Brief. Bei den Ruinen von Reshias Hütte. Aha, das ist wohl die Hütte hier. An bestimmten Punkt, Pünktchen, Pünktchen sprechen. L. Punkt, Lita. Ja. Das ist jetzt ein Hinweis auf den Mörder. Der Mörder hat versucht, ihr den Brief aus der Hand zu reißen. Informiere Karl über deine Entdeckung. Ja, aber... Da seilt sich eine Spinne ab. Spider. Ach Mann, ich wollte die Truhe öffnen. Und kein Luftsprung. Profischloss. 6 Dietriche habe ich noch. Ja, ich habe den Schlösserknacken-Skill auf Maximalwert.
Level gehoben, weil das nervt sonst in andauernd die Dietriche abbrechen. Außerdem. Verdammt. Ja. Oh nö. Leute. Das ist übel. Ich weiß gar nicht mehr, wie man manuell Schlösser knackt. Wie geht denn das? So. Hallo? Boah, nee. Ja, das ist voll geloost hier. Ich mach nochmal ein Autoversuch. Ja, ich glaube, Dietriche könnte ich ein paar gebrauchen. Hoffentlich lohnt sich das hier wenigstens. Oh, Dietriche, wie viel? Einer nur. Ja gut, Oculus Infernus, ja gut, da habe ich schon jede Menge von. Am Anfang sind die sehr wertvoll. Na gut. Riesenring, ja. Was haben wir hier? Groll der Geister. Eine Zweihandwaffe 60 plus 1, ja. Mit Kristall, ja, nicht schlecht. Und böthische Kampfaxt des Kaplans, Level 60, ja. Okay. Ist genehmigt. Ja, also schon wieder sehr. Mieses Wetter draußen, aber. Ach so, ich könnte mal. B ist meine Fackel, genau. Das hat mir noch gefehlt. Ja, mir auch. Weil das. Im Moment gibt es andauernd schlechtes Wetter hier draußen. Ah. Heute hier mitgenommen und jetzt ab ins Dorf. So, wo bin ich? Da ist die Hütte. Da ist der See. Da ist das Dorf. Da bin ich rübergekommen. Noch mal ein wenig Turbo zünden. So, bin ich das der Brunnen? Das ist Karle. Seelenmeister. Apropos Seelenmeister. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum ich 40 Skillpunkte habe und die noch nicht verteilt habe. Also ich habe im letzten Add-on bin ich zum Ende des Spiels auf den Seelenmeister gegangen oder zu einem Seelenmeister gegangen und ja, habe meine Skillpunkte resettet. Das geht ja und habe dann ja nur die, also erstmal die physischen Skills alle gesteigert und Schlösser knacken und so weiter und die magischen Skills und Fernkampfskills habe ich jetzt noch gar nicht so großartig ja, gelevelt und das werde ich dann noch tun bei Gelegenheit. Da werde ich mir genau überlegen, welche Magien ich verwenden möchte, weil da hatte ich, glaube ich, alles auf alles verteilt und ich will mich da eher spezialisieren. So. So viel dazu. Also, tschüss Seelenmeister, dich brauche ich gerade nicht. So, wo ist das Dorfzentrum? Da irgendwo ist die Fahne. Da sind die Lampen hier aus. Da, wo die Lampen hier sind, ist die Party. So, wo ist Karre? Karre? Mann. Ich spiele das halbe Spiel hier im Finsteren, muss das sein. Aber das kann ich jetzt schlecht beeinflussen. Ach nee. Der Zoom jetzt auch nicht so, dass man sofort sieht, wo man zum Questgeber muss. So, jetzt aber. Vorsteher, ich habe Lita gefunden. Sie ist tot. Bei den Göttern! Hat einer der verdammten Wölfe sie erwischt? Es war ein Untier, aber kein Wolf. Sie ist ermordet worden. Was? Wo hast du sie gefunden?
Ihre Leiche lag in einer alten Hütte am Fluss. Sie ist erstochen worden. Rias Hütte? Das ist eine Ruine. Niemand würde... Die Tertianer. Die Fremden? Sie müssen sie belauert haben. Oder vielleicht hat sie sie überrascht, als sie einen Lagerplatz suchten. Diese elenden Dreckskerle. Sie war doch fast noch ein Kind. Nein. Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf vor der Hütte. Es wirkt eher so, als ob sie dort jemanden getroffen hätte. Eine von uns soll sich mit einem dreckigen Tertianer getroffen haben? Und ausgerechnet Lita? Niemals. Ich trommle die Männer zusammen. Inzwischen gehst du nach Norden in ihr Lager. Hier hast du Geld. Bestich sie. Oder prügel die Wahrheit aus ihnen heraus. Tu alles, was nötig ist, um rauszufinden, wer von ihnen es gewesen ist. Also typische Hinterwäldler-Mentalität bei dem so ein Karl. Natürlich sind immer die anderen schuld. Ja, also irgendwie ein Unsympath. Wie kannst du so sicher sein? Das Böse kommt nicht immer von außen. Warum nimmst du diesen Abschaum in Schutz? Sie rauben unsere Sachen, stehlen unser Land und nun sogar das Leben eines unschuldigen Mädchens. Wenn sie uns den Mörder nicht ausliefern, sind sie alle schuldig. Gut. Ja, ist überzeugt, dass Leta von Migranten aus Terze ermordet wurde. Durchsuche das Lager der Migranten im Norden. So, Fackel brauche ich nicht mehr. Endlich ist es wieder heller geworden. Ich werde vielleicht doch jetzt noch mal kurz auf die Tafel gucken. Steckbrief. Ich werde jetzt aber nicht alles mitnehmen oder lesen. Thunderbild, da hatte doch die Frau von gesprochen. Das ist vielleicht interessant. Das nehme ich mal mit. Und Einladung zum Fest. Ja. Die Kuh ist weg, klingt jetzt nicht so spannend. Also mehr so eine Mini-Quest. Warnung des Vorstehers. Ja, wahrscheinlich vor den Tertianern. Aber ich lese es mal. Mendels Handzettel. Mendel kenne ich noch nicht. Beerdigung. Letas Notiz. Ah, vielleicht eine weitere Spur auf den Mörder. Und ein Steckbrief. Okay, vielleicht Banditensuche. So, das sollte es aber sein. Werde vielleicht nochmal gucken. Steckbrief. Bekanntmachung. Belohnung für... Achso, da werden Leute gesucht. Thor, Dameron. Ja, die klingen schon sehr böse. Also Banditensuche. Handzettel, das Wanderbild. Das Wanderbild, Konsortium, Zweigstelle Dortschat, rekrutiert Bergleute. Attraktive Gehälter, also eine Stellenausschreibung. Ja klar, CEO der Mine. Wichtiger Mann, mit dem muss ich dann auch mal. Letas Notiz. Liebe Dortschadianer, wie es scheint, habe ich meinen Lieblingsarmband verloren, das ich mir letztes Jahr aus Perlmutt gemacht habe. Es ist weiß und schmal und wenn jemand es findet, lasst es mich bitte wissen. Ja, Lita braucht ihre Halskette wohl nicht mehr. Muss ich aufhören, Schmuck herzustellen? Achso, sie hat Schnüre gesucht, aber gut, das hat sich wohl... Erledigt, Lita. Ja, weil Lita bald nicht mehr unter uns. Eine Mine. Das hier wohl abgebaut wird. Ja, das ist wohl ein weiteres Rätsel. So, ich glaube, dann werde ich es mal bei dieser Folge belassen. Und mich dann auf die Suche von Dafar natürlich begeben nach Norden. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht jede kleine Nebenquest hier abgrasen. Das wäre dann zu viel. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, der Argonaut.